Mein Name ist Adriana Kapsreiter und ich bin wissenschaftliche Projektmitarbeiterin am Bauhausarchiv. Meine Bauhauspause heute ist tatsächlich eine echte Mittagspause und ich habe dafür ein besonders hungriges Foto ausgewählt. Wir sehen ein Festessen mit kalten Platten, wahrscheinlich aus dem Jahre 1927 oder 28, und um den Tisch herum sitzen von links nach rechts Marianne Brandt, Johann Niegemann, Helene Nonne, Gerda Marx, Lis Beyer-Volger, Jost Schmidt und Fritz Winter. In der letzten Folge der Bauhauspause ging es ja um die Bauhausfeste, also um die Partys, die am Bauhaus gefeiert wurden. Und irgendwie ist mir da dieses Foto wieder eingefallen. Das geht zwar hier nicht um ein großes Fest mit Kostümen und Dekoration, aber die Freude, die alle hier an diesen Schnittchen haben, ist mir im Gedächtnis geblieben. Gemeinsames Essen hat tatsächlich von Anfang an zu den Alltagsritualen am Bauhaus gehört. In den ersten Jahren in Weimar, also kurz nach dem Ersten Weltkrieg, war das Essen knapp, auch am Bauhaus. Und man hat als Gemeinschaft versucht, sich zu helfen, hat gemeinsam Gemüse angebaut und vegetarisches Essen für alle gekocht. Und später in Dessau dann gab es eine echte Kantine als Bestandteil des Schulgebäudes, aber auch als Bestandteil des studentischen Lebens. Interessant an diesem Foto hier ist übrigens auch, dass die Gruppe an einem echten Stahlrohrtisch sitzt. Und Stahlrohrmöbel sind ja bekanntlich very Bauhaus. Dass das Grüppchen an so einem Bauhaustisch sitzt, das ist mir aber nicht so in Erinnerung geblieben wie diese Freude in den Gesichtern über diese Häppchen. In diesem Sinne, das Bauhaus wünscht guten Appetit.